Also das ist unser kleinster Roboter, die B-Bots. Die B-Bots können eigentlich nur vier Dinge: vorwärts fahren, rückwärts fahren, sich nach rechts und links drehen. Und ein wichtiger Knopf noch, alles vergessen auf dem X. Und die Herausforderung, die erste, die ich Kindern eigentlich immer stelle, ist bis zum Blümchen zu fahren. Und das sind dann 1, 2, 3, 4 mal nach vorne, dann nach links drehen und zweimal nach vorne. Dann fährt das Bienchen. Und dieses zweimal nach vorne nach dem Linksdrehen, das ist für Kinder eine riesen Herausforderung, diesen Perspektivwechsel aus der Perspektive der Biene zu gucken. Für Vierjährige ist das schon eine ziemliche Herausforderung, aber mit ein bisschen Hilfe ist das eigentlich zu meistern. Wenn das dann gut geklappt hat, setzen wir unser Bienchen wieder nach vorne, sagen ihm, es soll alles vergessen und machen das Ganze schwieriger. Wir setzen jetzt die Hornisse dazwischen, die will unser Bienchen fangen. Und statt der Hornisse haben wir auch noch viele andere Feinde, wie die Spinne, die es fangen will, oder den Bienenstock, in das es zurückkehren soll. Und so kann man das dann immer mehr schwieriger machen oder, wenn es dann nicht klappt, auch wieder ein bisschen einfacher machen. Wenn euch das Video gefallen hat, werden euch rechts zwei weitere Videos vorgeschlagen oder ihr könnt links unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt und alles einmal live anschaut.